So, moin moin, hier ist wieder der Jörg von YouTube-Kanal Joggler66, Hour of the Truth. Und heute geht es weiter mit einer nächsten Lesung in dem Buch Von Babylon nach Rom, Alexander Hislop, der uns dieses Buch 1857 geschrieben hat, also vor etwas über 150 Jahren. Sollte man immer berücksichtigen während dieser Lesung, dass natürlich 150 Jahre zurück die Sachen noch ja, oftmals nicht ganz so schlimm waren, würde ich mal sagen, wie sie heute sind. Aber das, wo er hier in dem Buch zurückgeht, auf die Wurzeln Roms, die in Babylon liegen, das war vor 150 Jahren so und das war vor 2.500 und 3.500 Jahren auch schon so. Da ändert sich natürlich nichts dran. Also machen wir heute mal weiter mit unserer Geschichtslehre hier in diesem Buch von Babylon nach Rom. In Kapitel 4, übertitelt Die Lehre, geht es weiter und wir lesen. Als Linacer, ein berühmter Arzt und eifriger Anhänger Roms, unter der Herrschaft Heinrichs des VIII. Auf das Neue Testament stieß, warf er es ungeduldig und mit lautem Fluch von sich und rief, nachdem er es eine Weile gelesen hatte, Zitat: Entweder ist dieses Buch nicht wahr, oder wir sind keine Christen. Ende Zitat. Er sah sofort, dass das System Roms und das System des Neuen Testaments einander direkt entgegenstanden. Und niemand, der die zwei Systeme unvoreingenommen vergleicht, kann zu einer anderen Schlussfolgerung kommen. Wenn man von der Bibel zum Brevier geht oder greift, das Brevier ist das Gebetbuch des katholischen Klerikers mit den Stundengebeten, für diejenigen, die das nicht wissen, dann ist es, als schreite man vom Licht in die Finsternis. Während Ersteres, also die Bibel, Herrlichkeit für Gott in der Höhe, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen ausstrahlt, flößt das andere all das ein, was den Höchsten entehrt und den Verfall des sittlichen und geistlichen Wohlergehens der Menschheit mit sich bringt. Wie kam es, dass sich das Papsttum solch verderbliche Lehren und Praktiken aneignete? War die Bibel so unklar und vieldeutig, dass die Menschen ganz natürlich in den Fehler verfielen? Anzunehmen, sie fordere von ihnen genau das Gegenteil dessen zu glauben und zu praktizieren, was sie in Wirklichkeit lehrt? Nein, die Lehren des Papsttums leiteten sich keinesfalls von der Bibel ab. Und das ist heute auch noch so. Deswegen hat die römisch-katholische Kirche immer das Bibellesen unterdrückt und abgelehnt. Und da gibt es verschiedene Zitate für, da gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein. Da könnt ihr sagen, ja, aber heute kann ich ja überall eine Bibel kaufen. Ja, das stimmt. Gerobte Bibeln könnt ihr kaufen. Ihr könnt auch noch die King James kriegen oder, wie ich sie jetzt in der letzten Zeit auch hier für Zitate gebrauchen werde, die Schlachter 1951. Aber die meisten Bibeln sind eben korrumpiert. Und warum ist das so? Um die Leute zu verwirren und durch sie zu verwirren, ihnen zu sagen von, ja, wenn hier was steht und da was steht und hier steht es nicht so und da steht es wieder anders, ja, dann ist das ja nicht wahr und dann muss ich das eben auch nicht lesen. So bringt man eben dann die leichtgläubigen Menschen vom wirklich wahren Wort Gottes ab. Und es gibt ein Zitat in der römisch-katholischen Kirche aus ihrer eigenen Enzyklopädie, dass sie sagen, dass das Bibellesen unhistorisch ist und sogar schlecht für den Glauben. Und die römisch-katholische Kirche hat seit ihrer Existenz alle Bibeln außerhalb ihrer Jurisdiktion, also außerhalb ihres Rechtsraums, hat sie die Bibeln immer verboten. Und selbst als der Protestantismus aufkam und die Bibel in den Worten der normalen Menschen, sage ich jetzt mal, also des Vulgate, wie man das im Englischen sagt, im Vulgären geschrieben wurde, in der Sprache des normalen Menschen, des normalen Bürgers, da wurden die Menschen noch verfolgt. Und in der Zeit davor war es so, dass man erst nur die Bibeln verbrannt hatte und später, als man merkte, man konnte das nicht eindämmen, hat man sogar dann die Menschen, die die Bibel lasen, zusammen mit der Bibel verbrannt. Das ist wirklich römisch-katholische Geschichte. Und kann man sich ja dann schwerlich, wie schon so oft erwähnt, kaum ein Christ nennen, wenn man solche Sachen praktiziert. Aber gut, die Tatsache, dass es, wo immer es die Macht hat, das Lesen der Bibeln unter einen Bann stellt, wie ich gerade eben gesagt habe, und dieses auserlesenste Geschenk der himmlischen Liebe sogar den Flammen übergibt und es hinter Schloss und Riegel legt, beweist dies ganz von selbst. Doch dann kann dies noch überzeugender nachgewiesen werden.
Ein Blick auf die Hauptsäulen des päpstlichen Systems wird ausreichend beweisen, dass seine Lehren in allen wesentlichen Aspekten von Babylon hergeleitet wurden. Dieses Material wollen wir nun prüfen. Dann gehen wir in den Abschnitt 1, Wiedergeburt durch die Taufe. Der Autor fährt fort. Übrigens, ich bin am Ende von Seite 117 im PDF, wenn ihr mitlesen wollt. Es ist bekannt, dass die Taufwiedergeburt ein fundamentaler Glaubensgrundsatz Roms ist. Ja, dass sie gleich am Eingangstor zum römischen System steht. Gemäß Rom ist die Taufe zu diesem Zweck so wichtig, dass sie einerseits als absolute Heilsnotwendigkeit erklärt wird, wobei es hier zwei Ausnahmen hinsichtlich dieser Aussage gibt, nach Meinung der römisch-katholischen Kirche, bitteschön. Im Falle eines Ungläubigen, der sich in einem heidnischen Land bekehrt, in dem es unmöglich ist, sich taufen zu lassen, das ist eine Ausnahme, und im Fall eines Märtyrers, der sozusagen in seinem eigenen Blut getauft wird. In allen anderen Fällen, ob bei jung oder alt, ist die Notwendigkeit absolut, sich taufen zu lassen. Also, gemäß Rom ist die Taufe zu diesem Zwecke so wichtig, dass sie einerseits als absolute Heilsnotwendigkeit erklärt wird, insofern als Säuglinge, die ungetauft sterben, nicht in die Herrlichkeit eingehen können. Andererseits wird erklärt, ihre Vorzüge seien so groß, dass sie uns in allen Fällen unfehlbar, Zitat, erneuert durch eine geistliche Neugeburt, wodurch sie uns zu Kindern Gottes macht. Ende Zitat. Es heißt, sie sei, Zitat, die erste Tür, durch die wir in die Schafherde Jesu Christi eintreten. Das erste Mittel, durch welches wir die Gnade der Wiederversöhnung mit Gott erlangen. Daher werden die Verdienste seines Todes durch die Taufe so überreichlich auf unsere Seelen übertragen, dass der göttlichen Gerechtigkeit in allen Forderungen an uns völlige Genüge geleistet wird, sei es in Bezug auf Erbsünde oder gegenwärtige Sünde. Ende Zitat. Nun, in beiderlei Hinsicht, fährt der Autor fort, läuft diese Lehre der Schrift völlig zuwider. In beiden Fällen ist sie rein heidnisch. Sie ist unbiblisch, weil der Herr Jesus Christus ausdrücklich erklärte, ohne in irgendeiner Weise auf die Taufe oder in irgendeine andere äußerliche Zeremonie Bezug zu nehmen, dass Säuglinge wohl Zugang zur ganzen Herrlichkeit der himmlischen Welt haben können. Zitat: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Ende Zitat. Als Johannes der Täufer noch im Mutterleib seiner Mutter war, wurde er über das Kommen des Heilands so mit Freude erfüllt, dass das ungeborene Kind in ihrem Leibe hüpfte, sobald seine Mutter den Gruß Marias vernahm. Wäre dieses Kind bei der Geburt gestorben, was hätte es von dem, Zitat, Erbe der Heiligen im Licht, Ende Zitat, ausschließen können, zu welchem es so gewiss tüchtig gemacht worden war. Und doch zögert der römisch-katholische Bischof Hay nicht, jeglichen Grundsatz des Wortes Gottes zum Trotz Folgendes zu schreiben. Da sind die Katholiken ja gut drin. Alles zu schreiben in jeglichem Grundsatz zu Gottes Worte zum Trotz. Das schreibt und lehrt die römisch-katholische Kirche. Frage: Was wird aus kleinen Kindern, die ohne Taufe sterben? Nur hier muss ich mal eben kurz einen kleinen Kommentar beigeben, weil über dieses Thema alleine kann man im Grunde ein ganzes Buch schreiben. Aber ich verweise hier auf den Link zu der vatikanischen Webseite, wo ihr die neueste Haltung, also zwischen Anführungsstrichen neueste Haltung der Kirche, zu diesem Thema nachlesen könnt. Der Artikel heißt Internationale Theologische Kommission – Die Hoffnung auf Rettung für ungetauft gestorbene Kinder. Um es vorwegzunehmen, Rom ändert sich niemals. Den Link zu diesem Artikel werde ich in die Beschreibungsbox des Videos für euch reinkopieren. Man beachte bitte immer die Kasuistik, mit der solche Papiere geschrieben sind. Außerdem, das dauert eine ganze Weile, um da durchzugehen. Das ist wirklich ein ganzer Roman, den sie da geschrieben haben. Na jedenfalls, was wird denn nun aus kleinen Kindern, die ohne Taufe sterben? Die Antwort ist, wenn ein kleines Kind um Christi willen getötet würde, wäre dies für es die Bluttaufe, wie ich in meinem vorigen Kommentar ja schon erwähnte, Märtyrer, Bluttaufe, und würde es in den Himmel bringen. Da solche Kleinkinder unfähig sind, den Wunsch zur Taufe samt den anderen notwendigen Vorkehrungen zu haben,
können sie nicht in den Himmel kommen, wenn sie nicht wirklich mit Wasser getauft sind, außer in diesem besagten Fall. Ende Zitat. Woher kommt nun diese Lehre, wenn sie also auf keinen Fall aus der Bibel stammt? Gute Frage, ne? Sie kommt aus dem Heidentum. Der Leser klassischer Literatur wird sich sicherlich erinnern, wo und in welch trauriger Lage Aeneas, also von dem Aeneid, das ich ja schon öfter erwähnt habe, bei seinem Buch der höllischen Gefilde die Seelen unglücklicher Kinder fand, die gestorben waren, bevor sie sozusagen die Zeremonien der Kirche empfangen hatten. Zitat: Vor den Toren bestürmen die Schreie neugeborener Kinder, die das Schicksal ihren liebenden Müttern entriss, seine Ohren. Ende Zitat. Das ist aus dem Aeneid, wie ich bereits erwähnt hatte, ein wichtiges Werk, um die Glaubensgrundsätze des heidnischen Roms zu verstehen. Um die Vorzüge und Wirkungskraft der mystischen Riten des Heidentums hervorzuheben, werden diese elenden Kinder aus den elysäischen Gefilden, dem Paradies der Heiden, ausgeschlossen und haben unter ihren nächsten Nachbarn keine bessere Gesellschaft als die schuldiger Selbstmörder. Zitat: Die nächsten Anwesenden und Bestraften sind die, die in verschwenderischer Weise ihre Seelen wegwarfen. Narren, die, weil sie über ihren elenden Zustand murrten und das sorgenvolle Dasein verabscheuten, ihr Schicksal bestachen. Ende Zitat. Zwischen die Kinder und die Selbstmörder wird eine andere Gruppe geschoben, nämlich diejenigen, die auf Erden ungerecht zu Tode verurteilt worden sind. Für sie gibt es noch Hoffnung, aber für die Säuglinge gibt es keine Hoffnung mehr. Nach der Lehre und dem Dogmas der römisch-katholischen, heidnischen, antichristlichen, satanischen Kirche. So viel zum Ausbleiben der Taufe. Was ihre positive Auswirkung angeht, wenn man sie empfängt, so ist die päpstliche Lehre ebenfalls unbiblisch. Es gibt bekennende Protestanten, die sich an die Lehre der Taufwiedergeburt halten, doch das Wort Gottes weiß davon nichts. Die Heilige Schrift lehrt über die Taufe nicht, dass sie die Wiedergeburt bewirkt, sondern dass sie das auserwählte Mittel ist, diese Neugeburt zu symbolisieren und zu besiegeln, wo sie bereits geschehen ist. Da muss ich doch mal eben ein bisschen was anholen. Wie wird man denn dann laut der Bibel neu geboren? Das ist im Grunde ja gar nicht so schwer herauszufinden. Ich muss Jesus Christus als meinen Erlöser akzeptieren. Ich muss verstehen, glauben und danach leben, dass er für mich am Kreuz gestorben ist und all meine Sünden auf sich genommen hat und dass ich durch das Reinwaschen seines Blutes wiedergeboren werde. Es gibt ein sehr schönes Gebet, das man sagen kann, wenn man noch nicht zu Jesus gefunden hat, um zu bestätigen, dass man Jesus akzeptiert und dass man im Grunde wiedergeboren werden will. Ohne die Symbolisierung und ohne die Besiegelung der wirklichen Taufe, weil ich habe hier in Belgien dasselbe Problem, ich habe hier keinen, der mich taufen kann. Trotzdem habe ich damit meine Ruhe gefunden, weil ich weiß, dass mit dem Gebet, das ich gesprochen hatte, als ich zu Jesus gefunden hatte, ich daher errettet bin. Und ich habe seitdem und sogar schon davor deutlich gemerkt, wie der Heilige Geist in mir arbeitet. Und das zeigt er mir immer wieder, wenn ich zu solchen Lesungen gehe oder andere Videos mache, dass mir ständig irgendwelche Dinge eingegeben werden, die ich von mir selbst niemals hätte wissen, haben, sagen können. Ich weiß, dass der Heilige Geist bei mir ist. Und der ist nur bei mir, weil ich Jesus akzeptiert habe. Aber ich lese euch gerne mal eben dieses Gebet vor. Vor allen Dingen vielleicht für diejenigen, die auch gerne in den Genuss kommen möchten, an Jesus Christus zu glauben und ihn als seinen Retter zu akzeptieren und sagen, wenn ich das und das sage, das muss man jetzt nicht wortwörtlich so sagen, aber wenn ich das sinngemäß sage, ich habe meine persönliche Beziehung mit Jesus Christus, ja? Und wenn ich mich hinknie und wenn ich ihm diese Dinge sage, dann wird er mich erhören. Wenn das aufrecht aus meinem Herzen kommt, das
Herz, das spricht mit der Eingebung und der Autorität der Bibel, die ich als Basis für mein Gewissen habe. Ansonsten ist das Herz des Menschen falsch. Also, das Gebet geht folgendermaßen. Zitat: Herr, ich glaube, dass Jesus am Kreuz starb, als mein persönlicher Vertreter. Er trug alle meine Schuld, alle meine Sünden, alle meine Scham und meine Verurteilung. Er starb an meiner Stelle und er ist von den Toten auferstanden. Weil ich das glaube, so sagt mir dein Wort, dass die Gerechtigkeit Christi jetzt in mir angerechnet ist und ich erhalte es nun als Geschenk. Nicht durch den Kampf, nicht durch das Streben, sondern durch den Glauben. Ich glaube in meinem Herzen und erkläre mit meinem Mund, dass durch den Glauben an Christus ich berechtigt bin, rechtschaffen zu sein, als ob ich nie gesündigt hätte. Danke, Herr. Oder Amen. Kann man das auch abschließen. Sola Scriptura, solo fides, sola gratia. Genau das kommt in diesem Gebet vor. Die Gnade Gottes ist ein Geschenk Gottes und ich muss es nur annehmen. Und wenn ich es annehme, dann kommt auch der Heilige Geist in mich und lehrt mich alle Dinge, genauso wie es in der Bibel geschrieben steht und wie es den Aposteln eben auch passiert ist. Jesus sagte ja, wenn ich weg bin, dann sende ich euch den Tröster und er wird euch lehren in allen Dingen. Das ist der Heilige Geist, den man dadurch, der ja im Grunde der Stellvertreter Christi auf Erden heutzutage ist, wo Christus im Augenblick im Himmel sitzt, neben dem Thron seines Vaters, an der Rechten seines Vaters, haben wir ja den Tröster von ihm geschickt bekommen, den Heiligen Geist. Er ist der Stellvertreter Christi auf Erden. Und nicht, wie der Papst sagt, er ist der Stellvertreter Christi auf Erden. Das, was der Papst damit tut, ist Gotteslästerung am Heiligen Geist. Und in der Bibel kann man nachlesen, dass diese Art Gotteslästerung nicht in diesem und auch nicht im nächsten Leben vergeben wird. Also wir haben gerade gelesen, dass diese Neugeburt eigentlich nur symbolisiert und besiegelt wird durch die Taufe in der biblischen Hinsicht. In dieser Hinsicht steht die Taufe auf derselben Grundlage wie die Beschneidung. Was sagt nun Gottes Wort über die Wirkung der Beschneidung? Er sagt über Abraham, Zitat: Er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, denn er hatte, den er hatte, als er unbeschnitten war. Ende Zitat, wie wir in Römer Kapitel 4, Vers 11 nachlesen können. Die Beschneidung zielte nicht darauf ab, Abraham gerecht zu machen. Er war bereits gerecht durch den Glauben an den Gott, bevor er beschnitten wurde. Vielmehr zielte sie darauf ab, ihn für gerecht zu erklären, ihn in seinem eigenen Bewusstsein noch mehr darin zu bekräftigen, dass er es war. Wäre Abraham nicht vor seiner Beschneidung gerecht gewesen, so könnte seine Beschneidung nicht ein Siegel gewesen sein und hätte nicht das bestätigen können, was nicht vorhanden war. Ebenso verhält es sich mit der Taufe. Die Taufe, sie ist ein Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, welche der Mensch hat, bevor er getauft wird. Denn es steht geschrieben in Markus 16, Vers 16, Zitat: Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Ende Zitat. Wo Glaube ist, sofern er echt ist, da ist sie die Bestätigung eines neuen Herzens, eines wiedergeborenen Wesens. Und nur auf das Bekenntnis dieses Glaubens und dieser Wiedergeburt hin wird ein Erwachsener zur Taufe zugelassen. Selbst im Falle von Kindern, die kein Bekenntnis des Glaubens oder der Heiligkeit ablegen können, geschieht der Vollzug der Taufe nicht, damit sie wiedergeboren oder heilig gemacht werden, sondern sie in dem Sinne für heilig zu erklären, dass sie schon als Kinder fähig sind, sich dem Dienste Christi hinzugeben. So wie das ganze Volk Israel aufgrund seiner Beziehung zu Abraham, dem Fleisch nach, Zitat, dem Herrn heilig, Ende Zitat, war.
wenn sie in diesem übertragenen Sinne nicht heilig wären, wären sie keine geeigneten Kandidaten für die Taufe, welche das Siegel eines heiligen Zustandes ist. Die Bibel jedoch erklärt sie aufgrund ihrer Abstammung von gläubigen Eltern für heilig, und zwar selbst dann, wenn nur ein Elternteil gläubig ist. Zitat: Der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt, und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Ende Zitat, wie wir nachlesen können im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 14. Aufgrund dieser Heiligkeit mit all den Verantwortungen, die damit zusammenhängen, werden sie getauft, und dies ist feierlich zu erklären. Diese Heiligkeit jedoch unterscheidet sich sehr von der Heiligkeit des neuen Wesens. Und obwohl die Tatsache der Taufe im Licht der Schrift betrachtet und gebührend angewendet, unter dem Einfluss des guten Geistes Gottes ein wichtiges Mittel ist, um dieser Heiligkeit im wahrsten Sinn des Wortes herrliche Wirklichkeit werden zu lassen, so garantiert sie doch nicht in allen Fällen notwendigerweise ihre geistliche Wiedergeburt. Gott mag vor, bei oder nach der Taufe ein neues Herz schenken, oder eben nicht, wie er es für richtig hält. Es ist aber deutlich erkennbar, dass Tausende, die ordnungsgemäß getauft wurden, immer noch nicht wiedergeboren sind und sich noch in genau der gleichen Situation befinden wie Simon Magus, der nach seiner ordnungsgemäßen Taufe durch Philippus als, Zitat, voll bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit, Ende Zitat, bezeichnet wurde. Können wir nachlesen in Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 23. Die Lehre Roms jedoch besagt, die Lehre Roms, nicht die Bibel, sondern die Lehre Roms, die heidnische Lehre des babylonischen Systems des Antichristen besagt, dass alle, die ordnungsgemäß getauft werden, vollkommen wiedergeboren sind, wie unwissend oder unsittlich sie sein mögen, wenn sie nur bedingungslosen Glauben an die Kirche zeigen und ihr Gewissen den Priester übergeben. Und dass Kinder, die aus dem Taufwasser kommen, völlig von den Flecken der Erbsünde gereinigt sind. Ja, was muss man zu diesem Satz eigentlich noch zufügen? Wenn sie bedingungslosen Glauben an die Kirche zeigen. Wenn ich bedingungslosen Glauben an den Herrn, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zeige, an Jesus Christus und nicht an die Kirche. Und wenn sie ihr Gewissen den Priestern übergeben. Die Basis meines Gewissens ist Gott und Gottes Wort und nicht irgendein Priester. So viele Falschlehren schon in diesem kurzen Abschnitt des neuen Kapitels. Und so kommt es, fährt der Autor fort, dass sich die jesuitischen Missionare in Indien rühmen, Menschen zu Tausenden zu bekehren, alleine aufgrund der Tatsache, dass sie taufen, ohne die geringste vorangehende Unterweisung und in völliger Unkenntnis der Wahrheiten des Christentums, allein aufgrund ihres Bekenntnisses der Unterordnung unter Rom. Diese Lehre von der Wiedergeburt durch die Taufe ist zudem ihrem Wesen nach babylonisch. Einige mögen über die Vorstellung stolpern, dass die Wiedergeburt überhaupt in der heidnischen Welt bekannt ist. Aber wenn sie nur nach Indien gehen, werden sie herausfinden, dass heute die engstirnigen Hindus, die niemals ihre Ohren für christliche Unterweisung geöffnet haben, ebenso vertraut mit dem Bund und der Vorstellung sind wie wir selbst. Die Brahmanen prahlen damit, dass sie, Zitat, von neuem Geborene, Ende Zitat, Männer, und als solche sich des ewigen Glücks sicher sind. Gleiches war in Babylon der Fall. Auch dort wurde die Neugeburt durch die Taufe verliehen. In den chaldäischen Mysterien wurde zuallererst gefordert, dass sich die Person, die eingeweiht werden sollte, als Zeichen des blinden und bedingungslosen Gehorsams der Taufe unterzog, bevor sie irgendeine Unterweisung empfangen konnte. Also, da seht ihr ja schon, worauf es hinausgeht. Das geht hierauf auf die Initialisierung. Ja?
das, wie man das sagt, initiate, also die Leute initiieren, zum Glauben bringen, und das ist immer der Glauben des Lichtbringers, wie man das eben auch hat, wenn man in die Freimaurerlogen oder sowas aufgenommen wird. Und genau so wird auch die Taufe in der römisch-katholischen Kirche gelehrt und vollzogen. Verschiedene alte Schreiber bezeugen sowohl die Tatsache dieser Taufe als auch ihren Zweck sehr deutlich. Zitat: In gewissen heiligen Riten der Heiden, so schreibt Tertullian in Bezug auf die Verehrung von Isis und Mithras, geschieht die Initiation durch die Taufe. Ende Zitat. Der Begriff Initiation zeigt klar, dass er sich auf die Mysterien dieser Gottheiten bezog. Diese Taufe geschah durch Untertauchen und scheint eher ein grober und furchtbarer Vorgang gewesen zu sein. Denn wir finden den Hinweis, dass der, welcher durch die reinigenden Wasser und andere notwendige Bußübungen ging, Zitat, wenn er überlebte, dann zu der Erkenntnis der Mysterien zugelassen wurde. Ende Zitat. Sich dieser schweren Prüfung zu stellen, erforderte keinen geringen Mut seitens der Aspiranten. Es gab jedoch den großen Anreiz dafür, sich zu unterwerfen, dass denen, die so getauft wurden, als Folge die, Zitat, Wiedergeburt und die Vergebung all ihrer Meineide versprochen wurde, wie uns Tertullian versichert. Die heidnischen Vorfahren der Engländer, die Anbeter Odins, praktizierten bekannterweise Taufriten, und der Zweck, zu dem sie diese praktizierten, zeigt, dass sie zumindest ursprünglich geglaubt haben müssen, dass die natürliche Schuld und Verdorbenheit ihrer neugeborenen Kinder dadurch abgewaschen werden konnte, dass man sie mit Wasser besprengte oder sie in Seen oder Flüsse tauchte, sobald sie geboren waren. Ja, als Cortés und seine Krieger auf der anderen Seite des Atlantik an der Küste Mexikos landeten, sahen sie dieselbe Lehre der Taufwiedergeburt in voller Gültigkeit unter den Eingeborenen. Die Zeremonie der mexikanischen Taufe, wie sie mit Erstaunen von den spanisch-römisch-katholischen Missionaren wahrgenommen wurde, wird sehr eindrucksvoll von Prescott in Conquest of Mexico beschrieben. Als alles für die Taufe Notwendige vorbereitet war, das ist ein Zitat, wurden alle Verwandten des Kindes versammelt und die Hebamme berufen, die den Ritus der Taufe durchführte. Bei Beginn der Morgendämmerung trafen sie sich im Hof des Hauses. Als die Sonne aufgegangen war, nahm die Hebamme das Kind auf die Arme und bat um ein kleines irdenes Gefäß mit Wasser, während die, welche bei ihr waren, die Geräte in der Mitte des Hofes aufstellten, die für die Taufe vorbereitet worden waren. Um den Ritus der Taufe durchzuführen, stellte sie sich mit ihrem Gesicht nach Westen auf und begann sofort mit bestimmten Zeremonien. O mein Kind, nimm und empfange das Wasser des Herrn der Welt, welches unser Leben ist, welches zum Wachstum und zur Erneuerung unseres Leibes gegeben ist. Es dient dazu, zu waschen und zu reinigen. Ich bete, dass diese himmlischen Tropfen in deinen Leib eindringen und dort bleiben mögen, dass sie all das Böse und all die Sünde zerstören und von dir entfernen mögen, welche dir vor Beginn der Welt gegeben wurden, denn wir alle stehen unter ihrer Macht. Ende Zitat. Nun, warum geht es hier gerade um eine Hebamme? Die Taufe ist ja absolut heilsnotwendig. Und da sie absolut heilsnotwendig ist, ermächtigt Rom auch Hebammen, die Taufe durchzuführen. In Mexiko scheint die Hebamme sogar eine Art Priesterin gewesen zu sein. Und das kann man ja leicht glauben, wenn man liest, was sie da spricht, bevor sie das oder während sie das Kind tauft. Dann wusch sie den Leib des Kindes mit Wasser und sprach, Zitat, wann immer du kommst, der du dieses Kind verletzen willst, verlasse es und weiche von ihm, denn jetzt lebt es von Neuem und ist von Neuem geboren. Jetzt ist es gereinigt und frisch gesäubert, und unsere Mütter, Calcivitilcue, die Göttin des Wassers, bringt es in die Welt. Ende Zitat. Nachdem die Hebamme so gebetet hatte, nahm sie das Kind in beide Hände, hob es gen Himmel und sagte, Zitat, O Herr, du siehst hier dein Geschöpf, das du in die Welt gesandt hast, an diesen Ort der Sorge, des Leides und der Buße. Verleihe ihm, O Herr, deine Gaben und deine Eingebung, denn du bist der große Gott und bei dir ist die große Göttin. Ende Zitat.
muss ich ja nicht besonders erklären, dass das nicht besonders biblisch ist, oder? Unmissverständlich liegt hier das Opus Operatum vor. Hier haben wir Wiedergeburt durch die Taufe und auch den Exorzismus vorliegen. Nun, bei der römischen Zeremonie der Taufe vollzieht der Priester zuallererst den Exorzismus an dem zu taufenden Kind, und zwar mit folgenden Worten. Zitat: Weiche von ihm, du unreiner Geist, und mache dem Heiligen Geist Platz, dem Tröster. Ende Zitat. Im Neuen Testament gibt es nicht den geringsten Hinweis darauf, dass ein solcher Exorzismus die christliche Taufe begleitete. Dieser ist rein heidnischer Natur. Also hier haben wir Wiedergeburt durch die Taufe und auch den Exorzismus vorliegen, und zwar so gründlich und vollständig, wie es sich ein römischer Priester oder Anhänger des Traktarianismus nur wünschen kann. Wer nicht weiß, was mit Traktarianismus gemeint ist, der müsste sich mal im Internet erkundigen, zum Beispiel auch über die Oxford-Bewegung. Das ist die Anlehnung der anglikanischen, also der damals englischen Kirche, der anglikanischen an die römisch-katholische Kirche. Es geht hier um eine Kompromissbewegung. Schaut einfach mal auf Wikipedia nach, wenn ihr es besser verstehen wollt. Also, wie sich ein römischer Priester oder Anhänger des Traktarianismus nur wünschen kann. Man könnte fragen, welchen Beweis es dafür gibt, dass Mexiko seine Lehre von Chaldea abgeleitet hatte. Natürlich, die Frage ist berechtigt, ja? Der Beweis ist aber ganz eindeutig. Aus den Nachforschungen Humboldts geht hervor, dass die Mexikaner genau wie auch unsere Vorfahren Wotan als den Begründer ihres Geschlechts feierten. Nun, der Wotan oder Odin Skandinaviens ist nachweislich der Adon Babylons. Dann gehen wir doch mal eben in die Identität, um uns die Identität des Adons, des skandinavischen Odin und des Adons von Babylon genauer anzuschauen. Erstens, Nimrod oder Adon bzw. Adonis von Babylon war der große Kriegsgott. Odin, das ist bekannt, war das gleiche. Zweitens, Nimrod in der Eigenschaft des Bacchus wurde als Gott des Weins betrachtet. Von Odin heißt es, er nehme keine Nahrung zu sich außer Wein. So heißt es nämlich in der Edda, das ist also dann die Schrift, die alte sogenannte heilige Schrift, was auch immer, dieser heidnischen Götter. Zitat, was ihn selbst betrifft, also Odin, er braucht keine Nahrung. Wein nimmt für ihn die Stelle jedes anderen Nahrungsmittels ein, gemäß dem, was in folgenden Versen steht. Der berühmte Vater der Heere mästet mit seiner eigenen Hand seine zwei Wölfe. Aber der siegreiche Odin nimmt keine andere Nahrung zu sich als das, was von dem ununterbrochenen, begierigen Trinken von Wein kommt. Ende Zitat. Drittens. Der Name eines der Söhne Odins weist auf die Bedeutung von Odins eigenem Namen hin. Balder. Um dessen Tod so viel geklagt wurde, scheint nun die chaldäische Form von Baal-Ser zu sein, der Same Bals. Denn es ist bekannt, dass das hebräische Z im späteren Chaldäischen häufig zu D wird. Baal und Adon bedeuten beide gleichermaßen Herr. Und wenn man zugibt, dass Balder der Same oder der Sohn Baals ist, heißt das so viel, wie dass er der Sohn Adons ist, und folglich müssen Adon und Odin dieselbe Person sein. Dies rückt natürlich Odin eine Stufe zurück. Es lässt seinen Sohn Gegenstand der Klagen sein und nicht ihn selbst. Doch genauso war es auch in Ägypten, denn dort wurde zuweilen Horus, das Kind, als in Stücke gerissen dargestellt, wie Osiris auch. Clemens Alexandrinus sagt, Zitat, sie beklagen ein Kind, das durch die Titanen in Stücke gerissen wurde. Ende Zitat. Die Klagen um Balder sind eindeutig das Gegenstück zu den Klagen um Adonis. Und wenn Balder die Lieblingsform des skandinavischen Messias war, was die Klagen beweisen, war er natürlich Adon, der Herr, genau wie sein Vater auch. Viertens und abschließend dazu. Schließlich bekräftigt der Name des anderen Sohnes Odins, der mächtige und kriegerische Thor, alle vorangegangenen Schlussfolgerungen. Ninjas,
Der Sohn des Ninus oder Nimrod wurde natürlich mit dem Tode seines Vaters, als der Götzendienst wieder aufkam, aufgrund der Natur des mystischen Systems als Adon, der Herr, ausgegeben. Wie nun Odin einen Sohn namens Thor hatte, hatte der zweite assyrische Adon einen Sohn namens Touros. Der Name Touros ist anscheinend nur eine andere Form von Soro oder Doro, dem Samen. Denn Photios sagt, unter den Griechen habe Toros Same bedeutet. Das D wird häufig als TH ausgesprochen, also Doros oder Toros. Adon im punktierten Hebräisch wird damit Aton ausgesprochen. Auch da haben wir diese Veränderung von D nach TH. Wenn man sich jetzt solche Filme anguckt, wie, haben sie doch vor ein paar Jahren mal rausgebracht, diesen Film über Thor, der diesen Donnergott, wenn man dieses Buch hier gelesen hat und man schaut sich dann solche Filme an, dann kriegen die auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Ne? Ich kann ja jedem mal raten, sich sowas vielleicht mal anzugucken und dann eben eher auch daraus lernen zu können. Nun, folgendes Zitat zeigt, dass der Wotan Mexikos genau derselbe ist. Zitat: Gemäß den alten Überlieferungen, die Bischof Francis Núñez de la Vega gesammelt hatte, so sagt Humboldt, war der Wotan der Einwohner von Chiapas, von Mexiko, der Enkel jenes berühmten alten Mannes, der zur Zeit der großen Sintflut, bei welcher der größte Teil der Menschheit unterging, zusammen mit seiner Familie auf einem Floß gerettet wurde. Wotan arbeitete bei dem Bau des großen Gebäudes mit, der von den Menschen unternommen worden war, um den Himmel zu erreichen. Die Ausführung dieses waghalsigen Plans wurde unterbrochen. Jedes Geschlecht erhielt von dieser Zeit an eine andere Sprache. Und der große Geist Teotl befahl Wotan, wegzugehen und das Land Anahuac zu bevölkern. Ende Zitat. Dies beweist sicher anschaulich, woher die mexikanische Mythologie sowie auch jene Lehre von der Wiedergeburt durch die Taufe ursprünglich stammte, die die Mexikaner mit den ägyptischen und persischen Anbetern der chaldäischen Himmelsgöttin gemeinsam hatten. Allerdings bringt Prescott Zweifel an der Echtheit dieser Überlieferungen vor, da sie mit der biblischen Geschichte zu genau übereinstimme, als dass man sie einfach glauben könne. Doch der berühmte Humboldt, der die Sache sorgfältig untersuchte und kein Vorurteil hatte, das ihn hätte beeinflussen können, drückt seinen völligen Glauben an deren Echtheit aus. Und sogar durch die interessanten Seiten Prescotts selbst kann sie bis in jedes wesentliche Detail nachgewiesen werden, mit der einzigen Ausnahme des Namens Wotan, den er nicht erwähnt. Doch glücklicherweise steht die Tatsache völlig außer Zweifel, dass dieser Name von einem berühmten Helden der vermeintlichen Vorfahren des mexikanischen Volkes getragen wurde. Aufgrund des sonderbaren Umstandes nämlich, dass die Mexikaner, genau wie die Engländer auch, einen ihrer Tage Wotanstag nannten. Nimmt man das mit all den Umständen zusammen, ist dies ein sehr auffallender Beweis für die Einheit der Menschheit sowie auch die weite Verbreitung des Systems, das in Babel begann. Auch über die Frage, wie es kam, dass schon die Babylonier eine solche Lehre wie die Wiedergeburt durch Taufe annahmen, haben wir Klarheit. In den babylonischen Mysterien wurde das Gedenken der Flut, der Arche und der großen Ereignisse im Leben Noahs mit der Verehrung der Himmelskönigin und ihres Sohnes vermengt. Noah, der in zwei Welten gelebt hatte, sowohl vor der Flut als auch danach, wurde Difues bzw. zweimal geboren genannt und als ein Gott mit zwei Köpfen dargestellt, die in die entgegengesetzte Richtung blickten, der eine alt und der andere jung. So wie wir hier in der Abbildung 34 sehen, die Miss Q hier freundlicherweise einblendet ins Video. Wir sahen zwar bereits, dass der zweiköpfige Janus in einer Hinsicht einen Bezug zu Kusch und seinem Sohn Nimrod hatte, die als ein Gott mit zweifacher Funktion betrachtet wurden, nämlich als der Höchste und als der Vater all der zum Gott erhobenen Gewaltigen. Doch um ihm die rechte Autorität und Achtung zu verschaffen, die notwendig waren, um ihn ordnungsgemäß zum Haupt des großen Systems des Götzendienstes zu ernennen, welches die Abgefallenen einführten, musste man irgendwie eine Verbindung zwischen ihm und dem großen Patriarchen schaffen, der Vater aller war und eine so wundersame Geschichte hatte.
Daher finden wir in den Legenden von Janus vermischt. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals gehabt. Oh, ich fahre gleich weiter. Wo war ich denn hier? Daher finden wir in den Legenden von Janus vermischt mit anderen Dingen aus einer völlig anderen Quelle Aussagen darüber, dass er nicht nur der Vater der Welt war, sondern auch der Erfinder der Schiffe, welche deutlich aus der Geschichte Noahs stammen. Und so kann man zuversichtlich schließen, dass die bemerkenswerte Art, wie er in obiger Abbildung dargestellt wird, ursprünglich durch die Geschichte des großen sintflutlichen Patriarchen nahegelegt wurde, auf dessen Rechtschaffenheit in seinem zweifachen Leben die Schrift so besonders hinweist, wie wir im ersten Buch Mose, also in Genesis, Kapitel 6, 6, Vers 9 lesen können. Zitat: Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Mit Gott wandelte Noah. Ende Zitat. Das heißt, in seinem Leben vor der Flut und in seinem Leben danach. Die ganze Mythologie Griechenlands und Roms sowie Asiens ist voll von der Geschichte und den Taten Noahs. Und dies kann unmöglich missverstanden werden. In Indien ist die Geschichte Noahs nicht nur mit der Legende des Gottes Vishnu, des Bewahrers, verwoben, der dafür gefeiert wird, dass er auf wunderbare Weise eine gerechte Familie zu der Zeit bewahrt hatte, als die Welt überschwemmt wurde, sondern er trägt auch seinen Namen. Vishnu ist nur die Sanskritform des chaldäischen Ishnu, was der Mensch Noah oder Mensch der Ruhe heißt. Im Fall von Indra, dem König der Götter und dem Gott des Regens, der offensichtlich nur eine andere Form desselben Gottes ist, zwei Gesichter, finden wir den Namen in der klaren Form Ishnu. Die Legende Vishnus, die behauptet, er sei nicht nur ein Geschöpf, sondern der höchste und ewige Gott, zeigt, dass diese Interpretation des Namens keine unbegründete Einbildung ist. Folgendermaßen wird er in Matsya Puran gefeiert. Zitat: Die Sonne, der Wind, der Äther, alles Immaterielle wurde von seinem göttlichen Wesen aufgesaugt. Und nachdem das Universum verzehrt war, ruhte der ewige und allmächtige Gott, der eine frühere Gestalt angenommen hatte, geheimnisvoll auf der Oberfläche dieses Weltozeans. Doch niemand kann wissen, ob dieses Wesen damals sichtbar oder unsichtbar war, oder was der heilige Name dieser Person oder der Grund für seinen geheimnisvollen Schlummer war. Noch kann jemand sagen, wie lange er so ruhte, bis er den Gedanken empfing zu handeln, denn keiner sah ihn, keiner nahte sich ihm und keiner kann das Geheimnis seines wahren Wesens ergründen. Ende Zitat. Entsprechend dieser alten Legende wird von Vishnu immer noch gesagt, dass er 4 Monate im Jahr schläft. Verbindet man nun diese Geschichte mit dem Namen Noah, dem Mann der Ruhe, und mit seiner persönlichen Geschichte zur Zeit der Sintflut, als die Welt zerstört wurde und 40 Tage und 40 Nächte lang alles im Chaos lag, als weder Sonne noch Mond und funkelnde Sterne zu sehen waren, als Meer und Himmel vermischt waren und alles ein weltumfassender Ozean war, in dessen Schoß der Patriarch trieb, als es kein menschliches Wesen gab, das sich ihm nähern konnte, außer denen, die mit ihm in der Arche waren, so wird plötzlich das Geheimnis seines wahren Wesens ergründet, der heilige Name dieser Person ermittelt und sein geheimnisvoller Schlummer erklärt. Wo auch immer Noah gefeiert wird, sei es unter dem Namen Saturn, der Verborgene, denn dieser Name wurde sowohl auf ihn als auch auf Nimrod angewendet, weil er an dem Tag des heftigen Zorns des Herrn in der Arche verborgen war, oder Oannes, den wir ja von Johannes davor schon kennen, oder Janus, der Mensch des Meeres, so wird er allgemein so beschrieben, dass dadurch deutlich wird, dass er als Diffues betrachtet wurde, das heißt von Neuem geboren oder wiedergeboren. Die von Neuem geborenen Brahmanen, die alle durch den Titel, den sie für sich beanspruchen, Götter auf Erden sind, zeigen, dass der Gott, den sie repräsentieren und dessen Vorrechte sie in Anspruch nehmen, als der, Zitat, von Neuem geborene, Ende Zitat, Gott bekannt gewesen war.
Die Verbindung der Wiedergeburt mit der Geschichte Noahs geht ganz besonders klar aus den Berichten hervor, die uns von den in Ägypten gefeierten Mysterien übermittelt wurden. Die gelehrtesten Forscher des ägyptischen Altertums schließlich, Sir Gardner Wilkinson, erkennen an, dass die Geschichte Noahs mit der Geschichte Osiris vermischt wurde. Das Schiff der Isis und der Sarg des Osiris, die auf dem Wasser schwimmen, weisen deutlich auf dieses bemerkenswerte Ereignis hin. Zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten in Ägypten wurde das Schicksal des Osiris beklagt, und einmal bezog man sich mehr auf die persönliche Geschichte des gewaltigen Jägers vor dem Herrn, einmal mehr auf die furchtbare Katastrophe, durch welche Noah ging. Bei dem großen und feierlichen Fest mit der Bezeichnung, Zitat, »Das Verschwinden des Osiris«, Ende, Zitat, wird deutlich, dass Noah selbst derjenige ist, der zu der Zeit verloren gegangen sein soll. Die Zeit, als Osiris in seinem Sarg eingeschlossen und dieser Sarg auf dem Wasser ausgesetzt war, wie Plutarch es schreibt, stimmt genau mit der Zeit überein, als Noah in die Arche ging. Diese Zeit war der 17. Tag des Monats Atyr, als die Überschwemmung des Nils gewichen war und die Nächte länger wurden und die Tage abnahmen. Der Monat Atyr war der zweite Monat nach der Herbst-Tag- und Nachtgleiche. Das ist die Zeit, zu der das bürgerliche Jahr der Juden und der Patriarchen begann. Gemäß dieser Aussage wurde Osiris also am 17. Tag des zweiten Monats des Jahres im Zeitalter der Patriarchen in seinem Sarg eingeschlossen. Vergleicht man dies mit dem Bericht der Schrift über Noahs Einsteigen in die Arche, so stellt sich heraus, wie bemerkenswert sie übereinstimmen. Wir lesen im ersten Buch Mose, also Genesis, Kapitel 7, Vers 11, 13 aus der Lutherbibel, Zitat. In dem 600. Lebensjahr Noahs am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf. An eben diesem Tag ging Noah in die Arche. Ende Zitat. Auch die Zeit, während der Osiris bzw. Adonis in seinem Sarg eingeschlossen gewesen sein soll, war genauso lang wie die, während der Noah in der Arche eingeschlossen war. Ein ganzes Jahr. Die Aussagen Plutarchs zeigen, dass man Osiris bei diesem Fest als tot und begraben ansah, als man ihn in seine Arche oder seinen Sarg legte und der Tiefe übergab. Als er schließlich wieder heraus hervorkam, betrachtete man daher diesen neuen Zustand als des neuen Lebens oder der Wiedergeburt. Es gibt wohl gute Gründe zu glauben, dass Gott den Gläubigen aus der Zeit der Patriarchen und besonders dem gerechten Noah durch die Arche und die Flut eine lebhafte bildliche Darstellung der Kraft des Blutes und Geistes Christi gab, der zugleich vor dem Zorn errettet und von der Sünde reinigt, eine Darstellung, die ein höchst ermutigendes Siegel und eine Bestätigung für den Glauben derer war, die wahrhaft glaubten. Darauf spielt Petrus anscheinend deutlich an, als er im Zusammenhang mit eben diesem Ereignis sagt, Zitat, »Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet«, Ende Zitat. Was für eine ursprüngliche Wahrheit die chaldäischen Priester auch hatten. Sie verdrehten und verdarben sie aufs Äußerste. Na, und da sieht man ja auch wieder wunderbar, wo Rom eben seine Wurzeln hat. Bei den Chaldäern, die haben damals schon nichts anderes gemacht, als das Wort Gottes zu verdrehen und zu verderben. Und zwar bis aufs Äußerste. Das macht die römisch-katholische Kirche heute auch. Gerne übersahen sie die Tatsache, dass die Glaubensgerechtigkeit, die Noah vor der Flut hatte, der Grund war, der ihn sicher durch die strafenden Wasser der furchtbaren Katastrophe trug. Sie führte ihn gewissermaßen aus dem Schoß der Arche durch eine neue Geburt in eine neue Welt hinein, als er aus einer langen Gefangenschaft freigelassen wurde, während die Arche auf dem Berg Ararat ruhte. Sie brachten ihre Anhänger dazu zu glauben, dass sie nur durch das Taufwasser und die damit verbundenen Bußübungen gehen müssten, um, wie der zweite Vater der Menschheit, die Fues, zu werden, von Neuem geboren oder wiedergeboren. Dadurch hätten sie Anspruch auf all die Vorrechte des gerechten Noah, und ihnen würde diese neue Geburt verliehen, deren sie gemäß der Stimme ihres Gewissens so sehr bedurften.
Das Papsttum handelt aufgrund genau desselben Prinzips. Und aus dieser Quelle stammt seine Lehre von der Taufwiedergeburt, worüber so viel geschrieben wurde und so viele Kontroversen geführt worden sind. Die Menschen mögen behaupten, was sie wollen. Es wird sich herausstellen, dass dies allein der wahre Ursprung des antibiblischen Dogmas ist. Nun, es gab beträchtliche Spekulationen über die Bedeutung des Namens Shinar oder Shinar, der die Region bezeichnet, von welcher Babylon die Hauptstadt war. Wird dies nicht durch die oben genannten Tatsachen beleuchtet? Es gibt keine passendere Herleitung dieses Namens als von Shene wiederholen und Nar Kindheit. Das Land Shinar ist dann dementsprechend einfach das Land des Wiedergeborenen. Wir stellten bereits fest, wie treu Rom die heidnische Teufelsaustreibung im Zusammenhang mit der Taufe kopiert hat. All die anderen Besonderheiten, die die römische Taufe begleiten, wie die Verwendung von Salz, Speichel, Chrisma, also das ist Salböl, und das Bezeichnen der Stirn mit dem Kreuzeszeichen, sind ebenfalls heidnisch. Einige Verfechter Roms auf dem europäischen Festland haben zugegeben, dass zumindest einige davon nicht von der Heiligen Schrift hergeleitet wurden. So zögert Jodocus Tiletanus von Louvain, der die Lehre von der ungeschriebenen Überlieferung verteidigt, nicht, Folgendes zu schreiben. Zitat. Also, er zögert nicht, dieses zu schreiben. Zitat. Wir sind nicht mit dem zufrieden, was die Apostel oder das Evangelium erklären, sondern wir sagen, dass es sowohl früher als auch später verschiedene wichtige und gewichtige Dinge gibt, die aus einer Lehre heraus angenommen und empfangen wurden, die nirgends schriftlich festgelegt ist. Denn wir segnen das Wasser, mit dem wir taufen, und das Öl, mit dem wir salben, und abgesehen davon, den, der getauft wird. Und ich bitte Sie, aus welcher Schrift haben wir dies gelernt? Kam es nicht aus einer geheimen und ungeschriebenen Verordnung? Und darüber hinaus, welche Schrift hat uns gelehrt, mit Öl zu salben? Ja, ich bitte Sie, woher kommt es, dass wir das Kind dreimal untertauchen? Kommt es nicht aus dieser versteckten und verhüllten Lehre, die unsere Vorväter sorgfältig übernahmen und die wir immer noch einhalten? Ende Zitat. Also noch deutlicher kann man ja im Grunde nicht sagen, dass wir uns auf alles außer die Bibel beziehen, wenn wir diese Dinge tun. Ha? Dieser gelehrte Geistliche von Louvain behauptet natürlich, dass diese versteckte und verhüllte Lehre, von welcher er spricht, das ungeschriebene Wort war, das durch den Kanal der Unfehlbarkeit von den Aposteln Christi bis zu seiner Zeit weitergereicht wurde. Nach allem bereits Gesagten wird der Leser wahrscheinlich anderer Ansicht über die Quelle sein, aus der die versteckte und verhüllte Lehre stammt. Und tatsächlich gibt Pfarrer Newman hinsichtlich des heiligen Wassers, das ist gesalzenes und geweihtes Wasser, und viele andere Dinge zu, dass die, Zitat, die Werkzeuge und Requisiten der Dämonenanbetung, Ende Zitat, waren, wie er sagt, dass sie alle heidnischer Herkunft waren und durch die Einführung in die Kirche geheiligt wurden. Na, Halleluja! Hier sehen wir es nochmal geschrieben. Durch die Einführung in die Kirche geheiligt wurden. Die römisch-katholische Kirche, die sich den Mantel des Christentums übergestülpt hat, um sich selbst nach dem Motto heilig zu machen. Resultat war das Heilige Römische Reich Deutsche Nation. Das Europa des dunklen Mittelalters. Und in deren Wiederholung sitzen wir ja heute, in 2016, mit unserer EU, diese Europäische Union, die kein gläubiger Christ will. Naja. Wir wollen viele Dinge nicht als gläubige, bibelgläubige Christen, aber das ist nun eine der Dinge, wo wir sehen, dass hier in Europa das Mittelalter schon wieder ziemlich genau wiederhergestellt ist. Jetzt noch der Rest der Welt und dann sind wir wieder genau da, wo wir 500-600 Jahre zurück auch schon gewesen sind. Vor der Zeit der Reformation im dunklen Zeitalter. Welche Ausrede
Welche Beschönigung kann er dann für eine so außergewöhnliche Einführung anbieten? Nun, die folgende. Die Kirche hatte, Zitat, Vertrauen in die Kraft des Christentums, der Ansteckung durch das Böse zu widerstehen. Ende Zitat. Begreife hier bitte, wenn ich lese Vertrauen in die Kraft des Christentums, dass Christentum römischer Katholizismus ist und das Böse wird gleichgesetzt mit dem Gott der Bibel. Denn die römisch-katholische Kirche dreht die wahre Lehre Gottes immer um. Und gut ist böse, weiß ist schwarz und so weiter und so weiter. Und es zu einem evangelischen Gebrauch umzuwandeln, fährt der Autor fort. Welches Recht hatte die Kirche zu einem solchen Vertrauen? Welche Gemeinschaft konnte das Licht mit der Dunkelheit haben? Welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Die Geschichte der Kirche möge die Nichtigkeit, ja die Gottlosigkeit einer solchen Hoffnung bezeugen. Mögen auch unsere weiteren Forschungen dies ans Licht bringen. Im Augenblick möchte ich mich nur auf einen der Bräuche bei der Taufe beziehen, nämlich die Verwendung von Speichel bei diesem Ritus und eine Untersuchung der Worte bei der Ausübung des römischen Rituals. Wird aufzeigen, dass seine Verwendung bei der Taufe von den Mysterien kommen muss. Bischof Hay beschreibt, wie er angewendet wurde. Zitat: Der Priester sagt einen weiteren Spruch aus dem Exorzismus auf und berührt am Ende das Ohr und die Nasenlöcher des Täuflings mit ein wenig Speichel und sagt: Epheta, das heißt, mögest du dich auftun zu einem lieblichen Geruch. Aber mögest du in die Flucht geschlagen werden, o Teufel, denn das Gericht Gottes steht bevor. Ende Zitat. Nun fragt sich, welche mögliche und denkbare Verbindung es zwischen Speichel und einem lieblichen Geruch geben kann. Wenn man die geheime Lehre der chaldäischen Mysterien neben diese Aussage stellt, sieht man, dass es nicht willkürlich geschah, dass Speichel und lieblicher Geruch in Zusammenhang gebracht wurden, so absurd und unsinnig diese Zusammenstellung von Begriffen auch erscheinen mag. Wir stellten bereits fest, wie gründlich das Heidentum mit den Eigenschaften und dem Werk des verheißenen Messias vertraut war, wenn auch all diese Vertrautheit mit diesen großen Themen dazu verwendet wurde, das Denken der Menschen zu verderben und sie in geistlichen Banden zu halten. Wir werden nun sehen, dass sie, die sich der Existenz des Heiligen Geistes wohl bewusst waren, verstandesgemäß genauso mit seinem Werk vertraut waren, obwohl ihre Kenntnis in dieser Hinsicht ebenfalls heruntergekommen und verfallen war. Nach dem Zitat des bekannten Ausdrucks Mystica Vanus Iacchi, das heißt mystischer Fächer des Bacchus, sagt Servius in seinen Kommentaren zu Vergils erster Georgica, dass der mystische Fächer die Reinigung der Seelen symbolisierte. Wie konnte der Fächer ein Symbol für die Reinigung von Seelen sein? Die Antwort ist, der Fächer ist ein Instrument zur Erzeugung von Wind. Und im Chaldäischen, wie bereits gezeigt, gibt es ein und dasselbe Wort für Wind und Heiliger Geist. Nun, ich gehe mal eben auf die Fußnote darauf mit an. In einem Gerichtsurteil über Babylon in Jeremia 51, Vers 1 und 2, können wir das nachlesen, wird auf diesen mystischen Fächer des babylonischen Gottes angespielt. Zitat aus der Schlachter 1951: So spricht der Herr. Siehe, ich erwecke wieder Babel und wieder die, welche das Herz meiner Widersacher bewohnen, einen verderbenden Wind. Und ich will Worfler nach Babel schicken, welche sie worfeln und ihr Land auskehren sollen, denn sie werden sich am bösen Tage von allen Seiten wieder sie aufmachen. Ende Zitat. Im zweiten Vers lesen wir: Und ich will Worfler nach Babel schicken, oder Fächerer. Im Englischen gibt es ein Wort für Fächer und Worfeln, die es Worfeln oder Fächern eben nennt. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass von Anfang an der Wind eines der göttlichen Sinnbilder war, durch das die Kraft des Heiligen Geistes angedeutet wurde. Denn unser Herr sagt zu Nikodemus, Zitat, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Ende Zitat. Wenn daher Bacchus
mit dem mystischen Fächer dargestellt wurde, dann wollte dies besagen, dass er der Mächtige war, bei dem der Rest des Geistes war. Daher kam die Vorstellung von der Seelenreinigung durch den Wind. Dementsprechend beschreibt Vergil, wie die Befleckung und Beschmutzung der Sünde entfernt wird. Zitat: Dafür werden verschiedene Bußen auferlegt und einige werden zum Bleichen in den Wind gehängt. Ende Zitat. So wurden die Priester Jupiters, der ursprünglich nur eine Form von Bacchus war, Flamen genannt. Das heißt, die den Heiligen Geist atmen oder verleihen, indem sie ihre Anhänger anhauchen. Nun, ich habe mit meiner Lesung schon wieder eine ganze Stunde erreicht. Das ging schneller, als ich dachte. Und ich möchte eure Aufmerksamkeit ja nicht überstrapazieren. Ihr werdet den Rest dieses Kapitels dann beim nächsten Mal lesen, in der nächsten Lesung von Babylon nach Rom. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und Gott segne euch und schütze euch und behüte euch auf all seinen und vor allen Dingen auf all euren Wegen. Joggler66 von Hour of the Truth meldet sich ab und sagt bis zum nächsten Mal. Gott segne euch und tschüss.